A one, two, a one, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch einen schönen, zwingenden Rhythmus. Es ist ein Rhythmus, der auf der Roll-On-Ebene stattfindet und der sich aus verschiedenen Schlägen zusammensetzt. Wir haben Bässe, wir haben Höhen und wir haben viele Tabs. Und ich spiele euch nochmal kurz den Rhythmus vor und dann teilen wir ihn in zwei Teile wieder zum Einstudieren. Also. Alright, so, der erste Teil, also pass auf, wir fangen mal so an. Deine Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd. Taps. Taps bedeutet, du schlägst die Trommel, deine Finger schlagen die Trommel, aber ohne einen Ton zu geben. Katzenpfoten-Style, ja. Das läuft die ganze Zeit. Und jetzt kommen die Schläge. Okay, also Bass, ja. Der erste Teil des Rhythmuses geht genau so. Nochmal. Okay, ich mach's langsamer. Dingen, dang, gingen, dingang, da. One, two, three, four. Nochmal. One, two, three, four. Alright, das ist Teil A. Und der zweite Teil ist so. Jetzt mache ich das ganze Muster mal zusammen mit einer Pause, ja? One, two, three, four. One, two, three, four. So, das letzte Mal mit Pause. One, two, three, four. Ich empfehle es dir, in einem ruhig gehenden Tempo zu üben. Ich hoffe, das Tempo jetzt ist okay für dich. Ja, ich werde es vielleicht noch. Ich spiele es jetzt noch einen kleinen Müh langsamer. Und die Hände immer abwechselnd. Ja. Du wirst dich wahrscheinlich damit beschäftigen, dass du einen Bass und danach gleich wieder einen Tap. Ja, das ist, ich weiß, dass es ungewöhnlich ist. Für viele von uns, ja, oder für alle von uns. Ja. Und üb das einfach, dann kannst du es. Ja. Das ist nur eine Übung. Also, jetzt ohne Pause. One. A two, a one, two, three, four. Das ist er. Das ist ein sehr schöner, schwingender Rhythmus, mit dem du viel Freude haben wirst, auch wenn du mit anderen zusammenspielst. Das lässt sich sehr gut für andere auch dann dazu spielen, mitspielen. Der hat einen sehr schönen Schwung. Ich wünsche viel Spaß damit. Hier ist Ingo Gutmann.
Und jetzt zum Schluss werde ich noch ein kleines bisschen damit rumspielen als Inspiration. Ich wünsche einen schönen Tag.